Crailsheim, das ist eine Stadt im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs, gut 100 Kilometer nördlich von Ulm gelegen. Das Aushängeschild des 35.000 Einwohnerortes, die Ballzauberer der Hako Merlins Crailsheim. Am 31. Januar 1986 aus einer Schüler-AG gegründet, ist das Team seit 2018 wieder Teil der BBL. Und wie? In der vergangenen Saison sicherten sich die Crailsheimer spektakulär und erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Das Ganze sogar im 100 Kilometer entfernten Würzburg, weil die eigene Halle nicht verfügbar war. Ja, die Mehrzweckhalle war damals für die Tattoo-Convention blockiert. Naja, ist ja alles nochmal gut gegangen. Den Schwung des Klassenerhalts nahmen die Merlins mit in die laufende Saison. Bei vielen Experten als möglicher Absteiger auf dem Zettel verzauberten sie ihre Gegner reihenweise mit modernem Basketball und standen vor Beginn des Finalturniers auf einem sensationellen vierten Platz. Doch aufgepasst, wir haben das Geheimrezept der Merlins bereits entschlüsselt. Man nehme eine Region, die wie ein Mann hinter seinem Team steht. Füge mit Thomas Ilsalo einen Finnen als Chefcoach und mit Sebastian Herrera einen gebürtigen Chilenen als Kapitän hinzu und verfeinert das mit einem Haufen junger Zauberlehrlinge. Fertig ist das BBL-Spitzenteam. Dazu hat die Truppe mit Bayern-Leihgabe Marvin Ogunsipe seit neuestem den Typen mit dem lähmendsten Schmäh aus ganz Österreich am Start. Wir sind gespannt, welche Tricks die Jungs im Audidom noch aus dem Hut, auf das Parkett zaubern. Servus und herzlich willkommen, Hako Merlins Crailsheim.